Hallo und herzlich willkommen hier bei Kettle und Kopf. Nachdem ich das entsprechend abgehängt habe und hingestellt habe, ist nun die nächste Aufgabe zum Hof zu fahren. Dann fahren wir mal hoch, ne? Zum Hof. Ja, das gehört dazu, das ist ein wichtiger Bestandteil der Folgen. Traktor fahren, ne? Ja, das ist halt. Ja, Sauwetter, ne? Regen hier, ne? Also typisch norddeutsches Wetter. Die Karte soll ja im Norden sein, befinden. Also, wo genau, sagt mir jetzt nichts. Ist leicht hügelig, also ganz leicht. Torf bilden sich jetzt hier keine. Kann man. Also, ich weiß nicht genau, wo es sein könnte. Also, bei mir zu Hause ist das eher nicht. Das war auch nicht alles eben, aber wie gesagt, da haben wir auch viele Torfböden, also Moor. Wo eigentlich nur überwiegend Wiesen sind, ne? Also Feldbau ist da eigentlich nicht möglich. So, auf zum Hof. Ja, hier mit der Karte und so mit den schönen, kann man sich schön zurechtfinden, ne? Also da muss man nicht viel tun. Also ich hätte eher ein Feld am Hof gekauft, ne? Da bin ich ja eher ein Freund von kurzen Wegen. Und gut, ich muss sehen, wie ich die Karriere starte, wie am besten ist. Wenn das Geld reicht für große Felder, aber nicht reicht, dann muss man halt sehen, ne? Man muss ja irgendwie starten, ne? Und Leittiere kaufen funktioniert auch nicht. Weil das muss ja auch mal gefüttert sein, da muss Futter da sein, ne? Zumindest so machen wir das Ende aus, ne? Das hat gleich nochmal passiert. So, gut gemacht. Jetzt kann das Getreide mit genug Nährstoffen zunächst bestocken, um eine starke Pflanze auszubilden. Die nächste Düngegabe steht etwa 2 Monaten an. Weiter. Park deinen Traktor und geh in ein Haus. Na, dann parken wir mal ein, ne? Bei denen Sauwetter. Punkte fand ich sie gut. Bremse. So, mach mal aus. Ich war ja auch neulich. Als neulich hier, gestern glaube ich, ganz komisch. Dann bietet es auch wieder. Meldet sich jeden Tag. So, da sind wir. Und jetzt springen wir vor. Wie die Zeit vergeht. So, nachdem das Getreide gestockt hat, geben viele Landwirte die Pflanzen zum Schossen, also zur Bildung des Haupttriebes erneut Stickstoff. Beginnen. Ist das normal, dass es Regen ist? Der Fahrzeugkenner stellt heute uns unsere Arbeit eine Feldspritze zur Verfügung. Wir sollten ab dem Test in Betracht ziehen, uns selbst eine solche Maschine zuzulegen. Wir können aber auch bei Bedarf bei einem gewissen Zeitraum mieten. Na, okay. Wir müssen erstmal hinfahren. Heißt, hänge die Feldspritze an. Ach so, okay. MB-Truck. Hat Licht nicht ausgemacht, der Bursche. Naja, bei Zeitvorspulen von 2 Monaten dürfte die Batterie eh leer sein, ne? Das ist nämlich auch ein MB-Truck, ne? So. Was ich damit sagen wollte, ist, es ist völlig wurscht, ob da jetzt, jetzt nochmal. Wir müssten zum Händler fahren. Da wir uns nicht so gut auskennen, wird immer noch Regen. Regenwetter mag heute. Wir hatten eher sonst keinen Regen gehabt. Es gab ja kein Update. Nö, es gab keins, wüsste ich jetzt nicht. Wir fahren zum Händler. Holen die Spritze. Ja, eine Spritze, das geht. Das andere ein bisschen leichter, glaube ich, mit Feststoffdünger. Ja, Feststoffspritze. Ich wünsche euch. Nee, nicht Sonntag. Müsste Donnerstag sein. Ja, ich war schon wieder auf RS.
LS-Aufnahme, das wird alles anders. Da ist es Samstag gewesen. Naja, gut. Musst du kurz nachdenken. Macht aber nichts. Falls da mal ein Tag verkehrt ist, kann passieren. Komme ich durcheinander. Ich überlege, was zu machen. Ein neues, ja, Let's Play. Ich meine, nicht direkt, aber Spielvorstellung. Also Gilde. Gilde 3. Was sich daraus entwickelt, das weiß ich nicht. Aber jetzt vor Weihnachten würde ich da nichts mehr beginnen wollen. Weil wenn ich jetzt Weihnachten nach Haus fahre, dann will ich ja ein paar Folgen vorweg aufnehmen. Und das heißt dann, Anführungszeichen, ein bisschen mehr aufnehmen. Aber das ist ja, macht ja Spaß, ne? Donnerstag, wenn der Wetter mitspielt, würde ich fahren. Und wenn die ganzen Scheiße mit der Corona auch mitspielt, wenn man die Grenzen offen sind, fahre ich so oder so. Es sei denn, ich bin krank. Wenn ich krank bin, dann fahre ich natürlich nicht. Ne? Das tut mir nicht an. Muss ich keinen in Angst bringen. Ne? Obwohl, ich glaube eher nicht, dass Corona mich anstecken, also ich kriegen könnte. Sondern eher eine normale Erkältung, das kann passieren. So, das ist, wir sind da. So. Aber bisher habe ich nur einmal Erkältung gehabt, das war Anfang Oktober. Und da habe ich weitergearbeitet. Beim Arzt steht ja, man darf nicht reingehen. Oh gut, dann gehen wir halt nicht zum Arzt, ne? Dann geht's wieder nach Hause und zur Arbeit. Solange ich nicht kriechen muss. So. Mit den Pflanzenspritze kannst du Mineralschlüsseldinger beim Händler holen. Achte auf die Menge, die du benötigst. 145 Kilogramm, was in etwa 130 Liter entspricht, sollte reichen. Wie 130 Liter. Ich bin ja gespannt. 130? Ja, deswegen wollte ich nicht losfahren. So, wir fahren jetzt zum Händler. Da ist um die Ecke. Da fahren wir selbst. Können wir den wieder ausmachen. Um die Ecke links. Ach, hier beim... Ah! Das war ja so ein... wo man sagt, ach, das ist so ein Dünger. Ich sag, ne, ja, ja. Beim Hafen kann man sagen, ne? So. 130. Tatsächlich. Also 130. Da lacht mir auch so wenig. Ja, 150, ach mindestens 30, ja gut, dann machen wir 150. Ich kenne mir gut aus, meistens braucht ein bisschen mehr. Das ist wurscht, Hauptsache wir haben. Okay, 51. Der Flussdünger ist zum Vergleich zur Gülle hoch konzentriert, so dass du weniger Menge, also einen Liter Hektar, ausbringen musst. Das hat den Vorteil, dass du mit eine tankvolle Spritze viel länger düngen kannst. Auch hier bietet das FGS-System als Hilfe an. Okay, da fahren wir erstmal zum Feld. Das ist gut, das ist also sehr gut konzentriert. Stickstoff. Wir haben noch Stickstoff drin, das ist gut. Rechnen sich leichter, ne? Wenn wir auf zu drüber fahren, dann ist ja bald die ganze Getreide weg. Ist ja auch schlecht. So ist hier lang. Geradeaus. Hier links.
Ach, da sind Pfeile. Okay. Müssen wir ein bisschen an die Straßenverkehrsordnung halten hier. So, das ist keine Pflegebereibung, ne? So. Und hier ist es wurscht, okay. Das hat man schon mal irgendwo. So. Auf zum Feld. Automatik. Ah, oh, Beine strecken. Ja, Montag ist immer blöd. Anführungszeichen, ne? Obwohl ich ja zu spät immer gut ausschlafen kann. Empfinde ich als Vorteil, weil am Freitag dann ein Nachteil ist, ich muss ja länger arbeiten. Ne? Ich bin ja nicht so früh zu Hause, wie jetzt in der Frühschicht. Aber gut, man kann ja alle Vorteile haben. Ne? Das ist typisch, das Feld ist links. Ne, das schicken wir uns mal gleich mal an hier. Mein Freund, das Feld ist gleich wie vorne. Kurzen wir ab. Hier werden nur so oder so. Also, den machen wir aus. Und das ist ja ein totaler Quatsch, wenn wir jetzt querfeld einfahren würden. Auch wenn er es gerne mag. Man sagt doch, passt doch. Das Ziel ist etwa 45 Kilogramm Stück zu geben. Die AHL 28, wie erwähnt, einen sehr hohen Bremse. Einen sehr hohen Stückstoffanteil hat, nämlich 45,8%. Dadurch können wir fast genau 100 Kilogramm pro Hektar ausbringen. Fahre zum Bahnanfahrt. Okay. Kommen sie gut aus. So. Stelle den Ausbringer auf 100 Kilogramm ein. So, E. Das geht nur einmal. Ach, hier. Das hier ist das gewöhnungsbedürftig, dass man das ansprechen. Also 100 Kilogramm. Gott sei Dank. Stelle die Arbeitsplatte auf 15 Meter ein. So, hier P. Oh, 15 Meter. Wo geht das? Okay, geht automatisch. Okay. Dünge das Feld. X. P 15 Meter Spur automatisch. Okay, bei der Ausbringer hilft dir das GPS-System. Die Technik hilft dir parallel zu fahren und alle Stellen und Dünger zu erreichen. Dadurch brauchst du nicht selbst. Nicht mehr selbst lenken. Der Traktor lenkt das von alleine. Mit Hilfe der GPS-Technik wird das System, wo du vorher langfahren bist, und zeigt dir genau 15 Meter neben der Spur an, wo du langfahren musst. So hast du wenige Stellen, wo Dünger doppelt hinkommt. Besonders hilfreich ist, wenn auf dem Feld keine Fahrgäste angelegt sind. Fahrgäste nennt man die nicht gesäten Stellen, auf denen die Maschinen zur Dünge oder zum Pflanzenschutz fahren. Das Problem ist, normalerweise wären welche da. Fahrgast meine ich jetzt. So, wir sind drauf. Das heißt, Dünge das Feld schon fast fertig. Das ist angenehm. Okay, T.
und bäh. Wir müssen sparen. Das ist äußerst, äußerst wenig gekauft. Und meine Befürchtung ist dabei, das reicht nicht. Deswegen habe ich auch ein bisschen mehr genommen, nicht viel mehr, ein bisschen mehr. Ich meine, ich muss ja nicht, ist ja hier Mission, da muss man nicht auf einen Cent achten, ne? Das ist das Gute bei. Aber so, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Ja, gleich geht's weiter. Hier bei Kettle und Kopf. Ende und aus. Tschüss.